Du kannst dir in den Hintern treten und dabei dir den Zeh in den Mund stecken. Dann bist du gut. Aber ich habe jetzt Spaß, weil ich habe heute schon einmal gewonnen. Mir kann eigentlich keiner mehr die Cornflakes verhageln. Es ist jetzt alles, ich habe heute einmal schon gewonnen. Dafür noch die Schnellbahn, die kann ich tatsächlich einigermaßen. Und wenn ich jetzt verkacke, dann trete ich mir selber in den Arsch. Sogar wirklich. Ne? Das kann ich. Ich bin so sportlich. Ich kann mir selber in den Arsch treten. Kann das jeder von euch behaupten? Ich bin so sportlich. Ich kann auch meinen großen Zeh in den Mund nehmen. Wie ein Baby. Es ist halt eklig, aber ich kann's. Okay. Ich gebe mir Mühe. Ich brauche neue Skins. Alter, da ist sogar Ninja-Skin. Cool. Uwu Gaga steht direkt hinter mir. Ich weiß schon, was passieren wird. Okay. Schnell weg von Uwu Gaga. Okay, alles klar. Nein, Uwu Gaga, lass es. Geh weg. Geh weg von mir. Geh weg. Guck mal, er bleibt die ganze Zeit hinter mir. Er bleibt die ganze Zeit hinter mir. Du bist doch echt ein richtiger Uwu Gaga. Der Name ist Programm, aber wirklich. So. Ja. Nice. Okay, das habe ich gerockt. Okay. Das hier rocke ich jetzt aber nicht gerade. Okay, ich gehe lieber unten lang. Ist mir sicherer. Da oben war gerade zu viel los. Yeah. Also die erste Runde war ziemlich gut, fand ich. Und jetzt ist wenigstens keiner da. Oh, ist das schön. Wenn man hier ohne Gegner laufen kann. Oh, ist das schön. Es ist so schön. Alter! Habe ich schon gesagt, wie schön das ist? Oh Gott. Wehe, mich hält jemand fest. All-Star Champion. Okay, du hast es nicht gemacht. Sehr gut. Whee! Oh. Whee! Okay, alles klar. Oh. Ich will da hoch, ich will da hoch, ich will da hoch. Nice! Yeah. Ich sag doch, das kann ich. Das ist das Einzige, was ich kann. Kann mir nicht die Cornflakes fragen. Den Spruch habe ich irgendwo geklaut. Den habe ich schon mal irgendwo gehört. Ich weiß nur nicht mehr wo. Und seitdem bringe ich ihn immer mal wieder. Schon ewig nicht mehr, aber ich habe ihn irgendwo geklaut. Ist nicht meiner. Siehst du, Niki? Hier sagt Martin auch noch was, siehst du? Ich kann mir auch selber in den Hintern treten und dann ziehe ich den Mund und den Zeh in den Mund nehmen. Gleichzeitig am besten, ne? Du kannst dir in den Hintern treten und dabei dir den Zeh in den Mund stecken. Dann bist du gut. Bloß probier jetzt aus, Sarah Lucia. Ich will Fotos sehen. Ausgeschieden kurz vorm Ziel. Nein! Mist. Mist. Bäh. Hä? So, ey, das kann ich ja auch einigermaßen. Hey, jetzt habe ich aber echt Glück mit den Runden. Das kriege ich auch einigermaßen, wenn man mich nicht festhält. Ich möchte es nochmal erwähnen, Leute, ne? Ich krieg Streamer-Bonus. Skiller-Killer, dankeschön für den Follow. Vielen, vielen Dank. So, wenn mich jetzt jemand festhält, dann trete ich euch in den Arsch. Das macht Tuano sowieso. Der spielt ja eh noch mit, oder? Wenn er die Möglichkeit hat, hält er mich immer fest. Ich weiß nicht, wieso. Wahrscheinlich rieche ich so gut. Lilly, dein Spiel ist abgeschützt. Nein! Ich wünsch dir viel Glück beim wieder reinkommen. Ah, danke. Okay, es hat sich erledigt. Aber da war ich jetzt, glaube ich, tatsächlich selber schuld. Ich glaube, ich bin einfach zu nah rangegangen an diejenigen, die schon, da jetzt gerade am ranlaufen sind. Und jetzt bin ich auch selber schuld. Okay, kann ich doch nicht. Ich kann die Map doch nicht. Ich kann die Map doch nicht. Also das erste Mal runterfallen, das war nicht eure Schuld. Das war absolut meine Schuld. Oh Gott. Oh Gott. Gut, dass ich mich noch festgehalten habe. Ich werde verkacken. Oh. Ich werde verkacken! Ich werde verkacken! Also bis jetzt geht's noch. Bis jetzt kann man noch gewinnen. Oh, Schneemann, hallo. Tschüss, Schneemann. Jetzt bin ich nicht mehr für dich, okay?
Aber ich werde eh nicht mehr reinkommen. Ich glaube, ich schaff's nicht mehr, ne? Uwu Gaga bleibt absichtlich am Anfang am Ding stehen. Nein, ich wäre als nächstes reingekommen. Oh, ist das bitter. Okay, das war mein Fehler. Da hat niemand anderes Schuld, außer ich selbst. Starfoxy, gute Nacht. Und Celine, dir auch eine gute Nacht. Er mag dich halt sehr. Glaubst du, daran liegt's? Tuano will mich immer befummeln. Frage beantworten. Wie bist du darauf gekommen, YouTube und Twitch zu machen? Tatsächlich gab es gar keinen wirklichen Punkt. Ich habe irgendwann angefangen, YouTube zu gucken. Also wirklich mit YouTube angefangen. Twitch kam erst viel später. Und ich habe einfach geguckt. Und dann habe ich gemerkt, okay, das kannst du ja eigentlich auch. Ich habe aber tatsächlich nicht mit Gaming-Videos angefangen, sondern mit Video. Nicht mit Video. Mit Film-Reviews. Ich habe eine Review gemacht zu Fuck You Goethe, zu Der Tod steht dir gut, zu Tanz der Teufel, Malavita, die Familie, The Counselor und Kill Bill. Ich glaube, das waren die. Es waren nicht viele. Es waren nicht viele Reviews, deswegen kenne ich die noch alle auswendig. Die Reviews habe ich, da habe ich Review-Videos zu gemacht. Die gibt es mittlerweile aber auch nicht auf YouTube. Die habe ich auf dem alten Channel noch gehabt. Die sind jetzt nicht mehr da. Und dann habe ich wieder pausiert zwischendrin. Das war 2014 das Ganze. Dann habe ich wieder pausiert zwischendrin. Da habe ich keine Zeit gehabt, weil wegen Studium und wegen... Nee, Studium war da vorbei schon. Nee, weil ich einen neuen Job angefangen habe, genau. Da war das Studium gerade vorbei und ich habe einen neuen Job angefangen. Und dann habe ich irgendwann 2016 wieder weitergemacht mit Gaming dann halt, ne? Weil ich irgendwann ins Gaming-Ding reingerutscht bin, weil ich mal Bock hatte dazu. Und ja, so kam das. Also es war nicht wirklich so, dass ich gesagt habe, das war schon immer mein Traumberuf. Ich bin ja deutlich älter als die meisten, die auf YouTube Content machen. Jetzt gerade aktuell Content machen. Also klar, wenn du jetzt so jemanden wie GLP nimmst, Gem Let's Play, Paluten, Gronkh und so, das sind natürlich die Urgesteine, die schon damals gewesen sind. GLP zum Beispiel ist ja, glaube ich, genauso alt wie ich. Das heißt, ich hätte rein theoretisch auch wie er anfangen können, aber das sind halt diejenigen, die 2011 schon gemacht haben, ne? Von dem her, es ist halt schon etwas länger her. Und ja, so hat sich das halt entwickelt. Also es war kein wirklich dringender Wunsch, den ich schon immer hatte. Ich habe das halt einfach mal probiert und bin dann irgendwann hängen geblieben. So hat sich das entwickelt. Ist ein nettes Hobby irgendwann geworden. Plot Twist, Uwu Gaga erstmal Universe entwickelt. Boah, das wär's. Deine alten Videos, wo du Fragen beantwortet hast, waren so witzig. Ja, stimmt, die hatte ich auch noch. So, Quentime, ne? Question Answer Time habe ich sie genannt. Quentime. So. Lenya, jetzt streng dich an. Soll ich mal für Lenya sein? Ach nee, dann fliegst du wieder raus, ne? Das ist die Supporter. Das Supporter-Karma. Quentime. Ja, genau. Danke für die Antwort. Gerne. Sehr, sehr gerne. Ausgeschieden. Sunny, das tut mir leid. Hoverboard-Helden. Guck mal, da sitzt schon wieder Erich. Der gewinnt schon wieder, weil er sich einfach irgendwo hinsetzt und zum Ziel gefahren wird. Der muss nichts machen. Der setzt sich einfach irgendwo hin und tut nichts. Da gibt es auch ganz, ganz tolle Videos. Ihr kennt ja diese Videos. Luigi wins with... Luigi wins by doing totally nothing oder irgendwie sowas. Irgendwie so die komischen englischen Texte kenne ich manchmal nicht. Und das gibt es auch mit Erich. Erich gewinnt, ohne dass er irgendwas tut. Genau die gibt's. Dieses Spiel habe ich noch gar nicht gespielt. Ja, oh, das ist echt. Also, es kann manchmal echt trügerisch sein. Ja, weil hier einfach alles auf dich einprasselt. Aber die Musik ist einfach ganz cool. Die habe ich vorher noch nie so richtig mitgekriegt. Die ist ein bisschen futuristisch. Die Musik ist eigentlich ganz nice. Absolutely, genau. Absolutely nothing. So war das, ne? Mag das mit dem Ring nicht. Ja, ich hole da auch mal so wenig Punkte. Ich bin, wie gesagt, ich finde die Spiele eigentlich ganz cool. Ist mal eine Abwechslung von dem einfach nur ins Ziel laufen. Aber ich bin auch... Oh, nein, Ghost Hero ist raus. Und Tuano ist auch raus. Gerade gesehen. Erich, hör auf festzuhalten. Auch wenn Greek Purge dein Nemesis ist. Und ihr gegenseitig eure Nemesis seid. Aber ihr müsst euch nicht festhalten. Komm, spielt fair. Auch Nemesis haben ein Recht auf Leben. Nein! Greek Patch! Oh, nein! Oh.
Oh, Alter, Alter, Alter. Wir gucken Erich zu. Guck mal, der macht hier gerade komische Moves. Geil, sieht die Kartoffel auch raus. Nein. Ach, warst du das gerade, den ich gerade zugeguckt habe? Hab die erstmal zweimal gespielt. Ich auch, glaube ich, zwei oder dreimal. Ich bin, glaube ich, nie ans Ende gekommen. Als ich das erste Mal ans Ende kam, war das voll komisch. Oh, nur noch drei. All-Star-Champion, Erich und Greek Purge. Okay, das heißt, eigentlich muss ich für All-Star-Champion sein. Bin ich jetzt auch. Weil Greek Purge und Erich haben schon zigmal gewonnen. Ich glaube, Greek Purge auch mindestens zweimal. Das heißt, ich bin jetzt für All-Star-Champion. Das bist du, TJ, glaube ich, ne? Ich bin für TJ. Die Makiro, ja. Oh Mann, ich habe dir sogar noch zugeguckt. Hätte dir gerne gewünscht, dass du es schaffst. Ich werde auch gemobbt. Hä, überhaupt nicht. Du hast gerade festgehalten, Erich. Ich habe es genau gesehen. Ich habe es auf Streambeweis. Ich habe es auf Streambeweis. Oh, guck ihn hier. All-Star-Champion, ich glaube an dich. TJ, du schaffst das. Du bist ganz, ganz dunkel. Ich sehe kaum deine Augen. Ja, du hast schon geschrieben, gegen Erich ist echt schwer, aber gegen Greek Purge auch. Die sind beide sehr, sehr gut. Die haben sehr oft die Konstellation gehabt, dass die beiden im Finale gewesen sind. Also du hast echt zwei Hardcore-Gegner. Das heißt, es kann eine lange, lange Runde werden, aber es ist tatsächlich auch ein Finale. Weil es geht so lange, bis zwei ausgeschieden sind. Nein, TJ! Nein! Oh nein. Und das Finale ist mal wieder zwischen Greek Purge und Erich. Mann! Scheiße, TJ. Ich hätte es dir echt gegönnt, wirklich. Aber du... Ja, du hast aber auch echt Pech mit dem Ding. Du hast echt Pech mit den Rollen gehabt, gerade in dem Moment. Oh! Ja gut, wenn ihr euch jetzt geschickt anstellt, steht ihr euch wenigstens nicht mehr im Weg, ne? Ich nehme gleich Freunde an, keine Sorge. Oh, oh, da war jemand mutig, ne? Da war jemand... Oh, nein! Oh. Alter. Da war jemand sehr mutig. Alter, nein, 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 nein. Alter, wie viel Schwein kann man haben? Ich wäre da schon fünfmal rausgefallen, Alter. Wie kriegt ihr das hin? Ich wäre da schon 50-mal rausgefallen. Nein! Mit Ansage, wir haben es von vornherein gesagt. Wir haben es von vornherein gesagt. Es ist so schlimm. Nivi, hallo, Instant Karma. Es ist halt echt so. Wir haben es von vornherein gesagt und es ist halt genau so gewesen. Ach Mann. Da fallen wir wieder. Wie findet ihr mein Kostüm? Damit habe ich letztens gewonnen, Leute. Ich hab auf Discord gepostet. Ich habe tatsächlich mal eine Runde Fall Guys alleine solo gewonnen. Ich habe es alleine geschafft. Alleine. Habe ich geschafft, Fall Guys zu gewinnen. Ich bin sehr stolz auf mich. Das habe ich nur einmal hingekriegt. Wahrscheinlich nie wieder danach, ne? Wie heißt du auf Epic? Toffee_Roundspark. Ich bin der Rundspack. Ich habe überlegt, ob ich so ein Poster machen soll, was ich im Hintergrund platziere an die Wand, wo ganz groß Toffee draufsteht. Soll ich das mal machen? Das sieht bestimmt voll hässlich aus. Oh, oh, ganz schön interessante Skins, die heute vertreten sind, ne? Weg da, ich muss hier durch. Ich habe schon Ewigkeit vorher gespielt. Mindestens schon seit ein paar Tagen nicht mehr. Also ewig, in Anführungszeichen, ewig, Gott im Himmel. Ja, es war aber auch zu viel da oben los, ne, muss man schon sagen. Guck mal, hier ist schon wieder zu viel los. Ich finde das nicht in Ordnung. Toad, ich nehme deine Freundesanfragen gleich an. Ja, aber ich muss mich erstmal beschäftigen, nicht zu fallen. Wobei, eigentlich heißt der Titel doch Fall Guys. Vielleicht muss ich fallen. Sonst bin ich doch... not Fall Guys. So, warte. Ich hol tolle Punkte. Warte. Ja. 31. Ich habe einen 31er Move gemacht. Heißt das nicht so? Round. Spark. Nein, Round Spark. Das zählt nicht. Was zählt nicht? Kann die da noch nicht mal eine Anfrage schicken? Was? Okay, wir können ja sowieso gerade noch... Ich bin ja momentan noch in einer Runde. Wir machen das einfach für euch alles. Guck mal, wir gucken gerade jemandem zu.
Oh, guck mal. Er schafft's nicht. Hä, wie kannst du das nicht schaffen, da rüber zu kommen? Du musst doch einfach nur da runterrutschen. Alter, was macht er? Okay, er hat's gerade noch so geschafft. Er hat einfach komische Moves gemacht. So. Wir werden wir nochmal den Teamsieg holen. Das haben wir natürlich auch im Stream geschafft. Daran könnt ihr euch auch noch dran erinnern, ne? Wir haben es mal ein Team geschafft, hier live im Stream einen Sieg zu holen. Yes, yes. Ich bin reich. Ah, Toda, du hast bestimmt... Ich weiß noch damals, Carpentur, hallo. Ich weiß noch damals, wo wir noch Fall Guys gespielt haben, da hast du auch immer wieder Siege geholt. Du warst doch auch einer von denjenigen, die immer irgendwie scheiß Siege gekriegt haben. Und ich habe immer in die Röhre geguckt. Ich saß da immer daneben und denke mir so, toll. Und ich krieg so einen Kack nicht hin. Alter. Hat sich schon erledigt, müsstest du eine von mir haben, Lululine 90. Ja, kann auch sein. Weil ich halt kein Leben hatte. Betonung liegt auf hatte, ne? Jetzt hast du ein Leben. Oh Gott. Ich habe bald kein Leben mehr, wenn das hier so weitergeht. Alter, das ist doch frustrierend. Ich gehe mal da lang. Oh, ups. Könnt ihr mal aufhören, mich zu behindern? Das ist Fall Guys, nicht Behinderungs... Ah! Oh, Alter! Oh Gott, ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht war, was das jetzt war. Alter, war das krank. Ich wäre fast rausgeflogen. Und dann wurde ich durch irgendeine glückliche Fügung wieder irgendwie zurückgewurschtelt. Oh Gott. Das muss ich mir in der Zeitlupe nochmal gönnen. Oh nein, nein. Nein, ich gehe nicht in der Mitte lang. Ich schaffe das in der Mitte nicht. Schaffe ich nie. So. Oh, wuppala. So, genau, genau. Oh, mein Teamkollege ist da. Ja, hallo. Hier bin ich. Oh, ja, ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es. Ja. Oh, weh, du boxst mich runter. Alter, halt mich doch nicht fest, Dose. Wer bist du, Dose? Du bist doch einer von mir. Oh Gott. Frauenfußball-EM 6:0 für England. Ich bin sowas von raus. Das hat nichts mit Frauenfußball zu tun. Ich hasse Fußball einfach im Allgemeinen. Ich habe mit Fußball nichts am Hut, wirklich nicht. Wenn Fall Guys Weltmeisterschaft irgendwann mal kommt, da bin ich ja eher dabei als bei Fußball-Weltmeisterschaft. Ist wirklich so. Ich bin raus. Egal ob Männer- oder Frauenfußball. Bin ich raus. Das Solo gilt nicht zum Gewinn? Hä? Natürlich gilt Solo zum Gewinnen. Solo ist das Eigentliche, wo du gewinnst. Wenn du im Team gewinnst, hat das eigentlich überhaupt keine Aussage, weil dein Team dich ja mitziehen kann. Das heißt, du kannst ein totaler Lappen sein, aber du hast halt eben dadurch, dass halt dein Team ihren Punkte geholt hat, hast du halt gewonnen. Carina, hallo! Aber eben was das Ding angeht, was Solo angeht, wenn du da einen Sieg geholt hast, dann hat das wirklich Aussage, weil da hast du es alleine gegen 59 andere geschafft. Oh, der Stream hängt? Nö, bei mir hängt nix. Ich habe keine ausgelassenen Frames. Bei mir sitzt alles. Hä? Startet nochmal neu. Startet einfach nochmal neu. Bei mir sitzt alles. Das hängt aber übel. Echt jetzt? Oh. Ich tue so, als wäre nichts. Nee, bei mir gibt's echt keine Frame-Einbrüche oder so. Bei mir ist alles in Ordnung. Es ist alles euer Internet. Oh, scheiße, wir müssen Punkte machen, ne? Oh Gott. Ja, dran denken, hier nicht einfach... Nicht... Oh, Alter, wie sie mich alle weggeboxt haben! Och, Mann, ey! Das ist doch scheiße! Ich habe eigentlich voll gut da durchgedingst. Ich habe das voll gut gemacht, Leute. Ja, ich habe wieder Punkte geholt. Yeah. Hey. Jetzt nicht mehr. Aber ich mache trotzdem. Ich sorge dafür, dass wir alles... Och Mann. Für mein Team. Ja, okay, ich habe Punkte geholt. Yes. Schnell, 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 schnell. Nein. Oh Gott. Doch nicht mein Team. Leute, wir müssen uns qualifizieren. Es dürfen nur 5 weiterkommen. Wir schaffen das, wir schaffen das. Nein, ich komme da nicht hin. Nein! Verdammt. Oh Gott, ich bin so schlecht. Ich weiß nicht, wie gut ihr seid, aber ich bin voll schlecht. Oh Gott, nein. Och, Mann.
Komm schnell. Ja. Ja. Okay, ein paar Punkte habe ich geholt. Oh Gott. Oh, wieso springt der nicht, wenn ich den Knopf drücke? Er ist nicht gesprungen. Wirklich nicht. Ja, Punkte geholt. Sehr gut. Okay, warte. Nein, ach Mann. Wir werden disqualifiziert, Leute. Wir haben es nicht geschafft, oder? Nein. Scheiße. Aber ich habe doch so... Ich dachte, ich hätte voll viele Punkte geholt. Ach Mann. Manu. Ja gut, aber dann können wir wenigstens zusammen jetzt spielen. Ich dachte, ich hätte voll viele Punkte geholt. Am Ende noch. Am Anfang war ich echt schlecht, aber am Ende habe ich dachte, noch voll viele Punkte geholt. Hä? Ich will raus! Wieso darf ich nicht raus? Ich will nicht auf Spieler warten, ich will raus!